Hallo und willkommen bei Captain Hype TV. Heute mal wieder an der Elbe, wunderschönes Setting. Zweite Episode zu unserem elektrischen Golf. Ich bin gerade heute über die 6000 Kilometer Marke gekommen. Schauen wir uns das Ganze mal an, was es Neues gibt. Bis gleich. Ja, wir haben das Auto am 26. Mai in Wolfsburg abgeholt, also ungefähr 6 Wochen haben wir es jetzt. Heute sind die 6000 Kilometer gefallen. Ich habe also heute genau die 6000 Kilometer erreicht und bisher keine Vorkommnisse, nichts Negatives. Fährt sich gut das Auto, weil meine Frau ja jeden Tag die 160 Kilometer zur Arbeit und zurückfährt, haben wir entsprechend viel Laufleistung. Das wird also interessant in den nächsten Berichten. Und nach dem letzten Video gab es verschiedene Fragen und Kommentare und da möchte ich gerne drauf eingehen. Also schauen wir uns heute insbesondere mal das Fahren mit dem VW Golf an und auch unsere Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, nochmal mit der Reichweite und auch eine Autobahnfahrt. Grüße gehen raus an Alex und Paul. Das Fahrzeug ist 4,27 Meter lang und über die Spiegel 2 Meter und 27 mm, also 2 Meter und 3 cm ungefähr breit. Und das ist 1,48 Meter hoch. Wiegt etwas über 1,6 Tonnen leer und man kann 405 Kilogramm zuladen. Es hat einen permanent erregten Synchronmotor mit 100 kW Leistung, das sind 136 PS. VW gibt für die Batterie 35,8 Kilowattstunden brutto an und eine nutzbare Leistung von 32 Kilowattstunden. Wer einkaufen geht oder was in dem Kofferraum verstauen möchte, der kann 341 Liter verstauen unter der Hutablage, also sozusagen unsichtbar bei geschlossener Kofferraumhaube. Und wenn man die Rückbank umlegt und bis unter das Dach lädt, dann kann man sogar 1231 Liter hinten reinpacken. Das Fahrzeug bietet Wechselstromladen mit einem Typ 2 Stecker mit 7,2 kW. Dann ist es in ungefähr 5 Stunden voll. Das ist für uns jetzt in unserem Nutzerfall nicht relevant, weil wir über Nacht laden. Außerdem kann man mit CCS und 40 kW laden. VW sagt 80% in 45 Minuten. Das habe ich jetzt so noch nicht geprüft, aber wir haben schon des Öfteren geladen. Und dann sehe ich, dass wir so von 20-30% auf voll in deutlich unter einer Stunde kommen, zum Beispiel beim Einkaufen an der 40 kW bzw. 50 kW CCS Ladestation. Okay, jetzt starten wir mal das Fahrzeug. Einmal Schlüssel drehen, dann geht das Cockpit und die Lichter an. Und wenn ich jetzt in der Parkposition mit der Bremse getreten den Schlüssel einmal nach vorne drehe, so wie beim Starten vom Motor, dann kommt dieser Gong und jetzt ist das Fahrzeug bereit zum Fahren. Ich werde jetzt nicht nochmal das Cockpit und so erklären, das habe ich in der letzten Episode bereits gemacht. Also wer das nochmal genauer betrachten möchte, bitte die letzte Episode schauen. Ja, und dann nimmt man den Wahlhebel von P weg, packt ihn auf D, auf Drive. Wenn man dann noch einmal zieht, dann ist er auf B, das heißt maximale Rekuperation. Okay, und dann Gas geben und los geht das. Typisch halt für ein BEV. Man hört gleich die Reifenrollgeräusche, aber sonst hört man nichts. So, wir fahren jetzt Landstraße durch eine Ortschaft. Hier sind 30 km/h erlaubt. Das ist also jetzt das Geräuschlevel bei 30 km/h. Ich bin mal absichtlich durch die zwei
Kanaldeckel da gefahren. Das Fahrzeug ist gut gedämpft und ist recht leise. VW hat ja da auch sehr viel Know-how aufgebaut, wie man so ein Fahrzeug hier dämmt. Also es ist Golfqualität. Man hört tatsächlich nur die Rollgeräusche der Reifen und dann auch Windgeräusche, wenn man etwas schneller fährt. Wenn wir jetzt gleich aus dem Ort rauskommen, dann schauen wir mal bei 80 und 100 km/h, wie sich das so anhört. So, und da ist die Ortschaft zu Ende. Da können wir jetzt mal hochbeschleunigen. Jetzt sind wir bei 80 km/h. Die Windgeräusche nehmen zu, die Abrollgeräusche nehmen zu, aber es ist alles sehr bequem noch. Jetzt beschleunigen wir auch nochmal. Ich wollte nicht beschleunigen, während er uns überholt. Jetzt sind wir bei 100 km/h. Und das Ganze ist sehr bequem. So, jetzt fahren wir auf die Autobahn. Da kann man jetzt noch mal die Geräuschniveaus bei Geschwindigkeiten von jenseits 100 km/h dann sich anhören. Jetzt bei 100 km/h. Windgeräusche nehmen zu, Abrollgeräusche nehmen zu, natürlich 120 km/h. Das Taxi, was uns eben überholt hat, haben wir aber lauter gehört als unser eigenes Auto. Jetzt werden wir nochmal von einem Passat überholt bei 120. Jetzt sind wir bei 130. Jetzt drehe ich mal durch. Er ist ja bei 150 abgeriegelt. Wir haben jetzt nach Tacho die 150 überschritten und sind so bei 157 nach Tacho. Und das ist natürlich, der Tacho geht vor. Vielleicht sind das jetzt 150, 152, was auch immer. Aber man kann auch die Geschwindigkeit fahren. Es ist jetzt nicht übermäßig laut. Man hört natürlich die Windgeräusche mehr und die Abrollgeräusche. Allerdings geht es natürlich mit der Reichweite dann bergab, weil wir jetzt einen sehr hohen Luftwiderstand haben. Also so 100 bis 120 ist für die Autobahn schon die bessere Geschwindigkeit mit so einem Elektroauto hier. Jetzt gehe ich in die Rekuperation, ganz runter, maximale Rekuperation. Bremst dann schon ganz gut runter. So, und dann pendeln wir uns wieder bei 120 ein. Der E-Golf hat ja auch eine Boost-Funktion. Die probieren wir jetzt mal noch kurz aus. Ich habe jetzt mal hier das Cockpit im Visier der Kamera, Batterieanzeige, Verbrauchsanzeige in der Mitte. Dieser Bereich hier ist die Rekuperation, also wenn wir vom Gas gehen, wird dann der Strom, also wird die Energie wieder umgewandelt in Strom, die Bewegungsenergie vom Fahrzeug und in die Batterie zurückgeleitet, das bremst dann das Fahrzeug aus. Hier ist die Power-Anzeige von 0 bis 100% und hier unten ist eben dieser E-Max-Bereich, da springt dann ein Zähler an sozusagen, wenn wir den Booster verwenden, den Kickdown. Man sieht auch noch schön hier unten das B. Wenn ich jetzt auf Neutral gehe, steht da das N. Wenn ich jetzt wieder auf Drive stehe, steht da Drive mit so einer Batterie mit 3. Das heißt, dritte Rekuperationsstufe, das kann man hier im Automatikhebel einstellen. Erste, zweite, dritte und dann auch aus. Und wenn ich dann den Automatikhebel noch einen nach hinten ziehe, dann springt es auf B, das ist die höchste Rekuperationsstufe. Ja. Und dann probieren wir das doch mal aus mit dem Boost. Also man hat die Geräusche jetzt schön gehört von dem Boost.
Das ist dann schon ganz sportlich, die 9,6 Sekunden von 0 auf 100. So viel dazu. So, jetzt bin ich wieder zu Hause angekommen. Hab das Auto gleich mal an die Wallbox angeschlossen. Wir benutzen unsere Tesla Wallbox, um auch den Golf zu laden. Kein Problem, Stecker rausnehmen, rein da, los geht's. Er lädt schon. Insbesondere über Nacht gar kein Problem. Morgens ist das Auto immer schön voll. Und wenn man es einprogrammiert hat, ist er auch entsprechend vorklimatisiert. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir bitte einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Wenn weitere Fragen sind zu dem Auto, zur Elektromobilität, einfach in die Kommentare schreiben. Ich beantworte die dann gerne oder nehme die im nächsten Video auf und dann behandeln wir es im nächsten Video. Und auch sonst kommen noch ein paar Videos zu dem E-Golf sowieso und auch andere Elektromobilitätsvideos. Also ab und zu vorbeischauen und bis demnächst.